General Kordax. Lieutenant, Ist das... wie ist der Status der Invasion? Die nächste Stufe ist fast abgeschlossen, Sir. Ich möchte das einfach mal probieren, gegen den zu kämpfen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich mehr so ein Gegner für Gott und die Welt und nicht für mich. Oh Gott und die Welt. Ja, okay, mehr Gott und die Welt als ich. Hey, wir haben gleich eine Stunde Aufnahme. Das heißt, gleich ist eine Folge zu Ende. Und tschüss. Nein. Ist der Blick nicht traumhaft? Ich finde ihn traumhaft. Also, der ist schon Traum. Sex. Sex ist er eigentlich. Mehr ist. Ja. So ziemlich. Ja. So, dann frage ich mal jemanden was. Atlantischer Textauszug. Atlantis Armee kann immer versklavte Landbewohner gebrauchen. Ihr werdet bald alle Sklaven sein. Den Landbewohner. Läuft aber einfach weg. Was ist bei dem denn schief? War ein bisschen laut, muss ich sagen. War. Oh lol. Boah, es kommt ja bei Batman und all raus. Das wird geil. Bald alle Sklaven sein. Und das werde ich natürlich spielen. Werde ich natürlich spielen. Und Assassin's Creed kommt auch raus. Ne? Man weiß noch nicht, ob ich spielen werde. Ich würde es gerne spielen. Ja, er ist ja auch Held. Das kann man jetzt nicht so verallgemeinern immer hier. Was ist denn hier für ein Schlauch? Ja. Atlantis Armee kann immer versklavte Landbewohner gebrauchen. Ach so? Verfluchte Sklaventreiber, Fischmenschen. Sklaventreiber, Fischmenschen. Ergreife genau. Den Landbewohner. Ich wüsste gerne mal, wie viele Synchronstimmen die ich dafür geholt habe. Und ob davon Entwickler dabei vielleicht sind, würde zumindest einiges erleichtern. Weil sonst kann man ja alles gar nicht so umsetzen hier so. Ey, überlegt mal, wie viele Leute hier voranholen müssten. Na klar, ich weiß, die Zivilisten werden wahrscheinlich 10, maximal 20 Stück sein, die sich dann irgendwie die Zivilisten synchronisiert haben, damit nicht alle gleich klingen. Aber... Sonst? Ich weiß nicht, ob sonst die Gegner so ähnliche Stimmen immer haben oder ob die einfach was geändert haben. Wäre ein Held. Muss ich das jetzt hier jedem erklären, oder was? Was macht ihr denn hier? Ich passe ja gar nicht hier rein. Verfluchte Sklaventreiber, Fischmenschen.
zwischen den Atlantern und der Oberfläche aufgerissen habe, hat euer beider Völker geschwächt. Der Schaden ist längst entstanden. Ich muss mich bei dir bedanken. Ohne dich wäre Triton weiß was bei diesem Schwindel herausgekommen. Wir müssen sofort nach Atlantis zurückkehren und uns um den Schaden kümmern, den Circe an meinem Volk angerichtet hat. Aquaman ist Circes grausamer Lüge entkommen. Jetzt, da Königin Mera wieder an seiner Seite ist, sollte dieser Krieg zwischen Land und See enden. Ich bin Arthur, König der Sieben Meere, Herrscher über das gewaltige Reich von Atlantis. Aber ich bin ein König im Exil, von meiner Königin verlassen, von meinem Volk geächtet wegen meines Bundes mit den Landmenschen. Ich werde diese Kluft heilen und Frieden zwischen Land und Meer stiften. Ganz gleich, ob in Freud oder Leid. Dies ist mein Schicksal, denn unter Wasser bin ich der König und an Land. Nennen Sie mich Aquaman. Und damit herzlich willkommen, Leute, zurück zu Let's Play DC Universe Online. Ja, ich war nur ganz kurz Pipi seit der letzten Aufnahme. Für euch ist wahrscheinlich ein Tag rum. Und ich muss gleich mal kurz auf mein Handy gucken, während wir zur Metro Station fliegen. Welchen Stress, schon wieder Stress ohne Grund, weißt du. Ja. Date. Muss man absagen. Like a boss. Ich mach gerade die Smileys, die ich tippe. Ich weiß, das ist traurig, aber es ist so. Ich guck immer so, wenn ich drück meine Gefühle in Smileys aus und mach sie dabei. Und wir fliegen gleich gegen die Wand. Ach, scheiße. Ja, Dates absagen ist leider so. Tut mir leid. Kann ich gar nicht anders. Ja, ist natürlich der perfekte Start in eine wunderbare Aufnahme. Schade, Schokolade. So, da bin ich jetzt nur für euch da. Oh mein Speicher von der. Ich habe eine 16 GB Karte drin, die geht voll. Die geht gerade voll. Und ich muss schon wieder meinen Autofokus ausstellen. Da habt ihr mir die ganze Zeit Autofokus. Ach, so. Wunderbar, wunderbar. So, ich brauche ja nicht so flüstern hier. Oh. Ein Deutscher flüstert nicht. Also, wie wir gerade den Aquaman fertig gemacht haben, das war geil, oder? Der Feiermann. Und ich muss schon wieder auf mein Handy gucken. Jetzt sind wir vorbeigeflogen. Ich bin sein Mongo. Ja. Ja, ich nenne mich auch selbst Mongo. Daran ist es... Das ist der Mann... Oh, ist der Exobetz? Nee, oder? Nee. Oder? Nee, da ist Amazon drauf. Was macht ihr denn hier? Hab ich grad.
Achso, ich hatte gerade eine Mission angeklickt gehabt. Traum. Traum. Geschenke, die sich lohnen, müssen wir machen. Und das hier. Wir haben keine vernünftige Mission mehr? Zurück nach Scheinersorn? Mit dieser List hat sich Circe die Atlanta zu lebenslangen Feinden gemacht. Ihre Versuche, die Welt in die Fesseln einer magischen Tyrannei zu legen, werden verzweifelter. Dank dir wurden ihre Lügen aufgedeckt und Aquaman wurde von ihrem Betrug befreit. Martian Manhunter wartet schon mit unserem Dank auf dich. Ach, das gehört auch zu der Mission. Cool. Ring, ding, 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 ding. What are the foxes? Ding, 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 ding. Ja. Talking Cobra, like a boss. Ist der unter uns lang geflogen gerade, der Bösewicht? Naja, easier wished. Halb schön Stress. Ja, ihr hört das gar nicht so. Ihr hört eigentlich nur mich die ganze Zeit. Schlimm, oder? Die ganze Zeit mich hören. Ja, wenn ihr euch die ganze Aufnahmesession auf einmal reinzieht, dann... Hier, war heimlich. Ganzen Tag. Würdet ihr euch eigentlich wünschen, dass ich mal so einzelne Aufnahmen immer mache von jeder Folge? Das mache ich ja ganz nach euren Belieben. Oh, da. Boom. Ja, weil ich weiß nicht. Ich könnte es zwar machen, dann wären die Folgen immer länger. Was ihr einerseits gut finden könntet. Aber es wäre ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen, während das andere natürlich noch mehr aus dem Zusammenhang gerissen ist. Um ehrlich zu sein. Ich kann es schwer beurteilen. Ihr müsst es sagen. Aber meistens sprecht ihr dann nicht mit mir, wenn ich so... Ich habe Gutes über dich gehört. Ich freue mich darauf, deine Fähigkeiten zu analysieren. Wir haben gerade zusammen gekämpft, will er mich verarschen? Ja. Okay, ich muss mal kurz hier den hier machen. Wir haben jetzt Fertigkeiten hinzubekommen wieder. Mhm. Waffen. Beidhändig, Kampfkunst zweihändig. Ring, ding, 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 ding. Faustkampf. What are the foxes saying? Ring, ding. Erhöht Dorf, Statistiken erhöht Kraft um 6 pro Punkt. Um 6 pro Punkt. Erhöht die Chance auf kritische Heilung um 1% pro Punkt. Was meinen die mit pro Punkt? Mhm, pro Punkt, pro Punkt, pro Punkt, pro Punkt. Zweimal tippen, zweimal halten. Führt einen mächtigen Schlag gegen deinen Gegner aus. Dreimal tippen, zweimal halten. Ey. Angeboren, erhöht dauerhaft Statistiken, erhöht Kraft um 6 pro Punkt. Erhöht Wiederherstellung um 7 pro Punkt. Pro Punkt, pro Punkt, pro Punkt, pro Punkt, pro Punkt, was denn? Wenn ich das wüsste, wäre natürlich besser. So. Dann machen wir. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir auch Akrobatik. Braucht man davon irgendwas? Impulsresistenz. Super Aufladungskosten. Erhöht den Schaden um. Schadenverursacherrolle. Haben wir ja gar nicht, oder? Spieler gegen Spieler entfernt Schildeffekte. Ach, dann sind wir eigentlich so ein Troll, ja? Schild. Cool. Captain America Style so. Lief letztens erst im Fernsehen, wa? Ja, das lief letztens erst im Fernsehen. Faustkampf. Ja, dann machen wir hier irgendwas, wa? Oh ja. Jetzt verstehe ich, was mit pro Punkt gemeint ist. Hier haben wir 2 Punkte gerade. Ich dachte, pro Stufe würde man sowas nennen, aber nein. Das wäre. Okay, Stufe wäre auch wieder verwirrend. Ich hoffe, nach Stufe 30 können wir es hier noch aufbessern. Alles.
7 pro Punkt, da haben wir jetzt, aha. Ja, das wäre dann, machen wir hier mal, kritische Heilung 2%. Toll. Beauty. Sonst noch Missionen, also neue so. Nach Typ würde ich es gerne ordnen. Stufe 29. Krass. Scheiße, Alter. Da würde ich lieber eins von denen hier machen. Sei gegrüßt. Hier spricht Martian Manhunter. Ich habe eine Warnmeldung von der Justice League auf der Gorilla-Insel. Es geht um die Quelle der Technologie der Außerirdischen, die von Gorilla Grodd benutzt wird. Ultra Humanite hat angegriffen, um sie sich zu eigen zu machen. Er droht damit, die Weltbevölkerung in seine Ultra-Gorillas zu verwandeln, es sei denn, wir zahlen das Lösegeld. Die Justice League glaubt, dass es einen besseren Weg gibt, mit dieser Drohung umzugehen. Dich. Ich weiß, ich bin toll. Muss man manchmal einfach sagen, dass man toll ist. Nase glänzt. Muss ich mich nochmal vorher mal abschminken jetzt. In die Maske und so. Als Weltstar. Als Mann von Welt. So, Y. Die Mitternachtsmaskerade können wir hier nochmal spielen? Heute? Nee. Die Beute von Clarion ist für Krise LP gesperrt. Warum? Für mich? Blinkt schon wieder. Blinkt schon wieder. Das ist halb so wild. So, Ring, Ring, Ring. Oh! Oh! Der Tresor! Lange mir so leuchtende Augen gesehen, wa? Ja, ich schon. Gerade eben. Willkommen, willkommen alle miteinander in Jokers Raum für Spaß, Verwüstung und Preise. Was wird es wohl sein? Etwas, um deine Gegner platt zu machen? Oder bloß irgendein nutzloser Krempel? Wer weiß? Her mit dem Zaster und probier dein Glück. Zerstöre die Geschenke und heile. Eierlalat. So. Gut, und dann können wir jetzt hier auch ein bisschen sammeln gehen, ja. Schwefel, Schulterplatten. Brauchen wir die? Darum sollten wir echt öfter denken. Sollten wir in jeder Aufnahmesession wirklich machen eigentlich. Schwefelschulterplatten. Achso, ist nur zum Sammeln. Und die haben wir bereits zusammen mit. Na, ist ja toll. Passiert. Kann man nicht machen. Dass wir da auch trotzdem in diese Joker-Kammer kommen, verstehe ich nicht ganz. Egal. Ist ja wurscht. Gibt es eigentlich mal zwei Gegenstände oder war es jetzt das letzte Mal nur Zufall, dass wir zwei hatten? Anscheinend war das letzte Mal ein Zufall. Letztes Mal sind ja auch die ganzen Kugeln runtergekommen. Das irritiert mich. Das war's, das Spiel ist aus. Weitergehen, weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Raus hier, bevor meine gute Laune weg ist. Das heißt sofort. Dann bin ich immer weg. Menschen. WhatsApp ist die beschissenste Idee gewesen. Finde ich. Ja. Betritt die Gorilla-Insel, war auch die Herausforderung, nicht? Ja, 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 war's. Keine Rolle ausgewählt. Ich bin immer der Schadenverursacher eigentlich. Troll. Troll nennt man sowas, ja. Bing. Ring, ding, 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 ding. What the fuck, say? Warteschlange wird bearbeitet, dann kriegen wir bestimmt hier gleich. Eine neue Instanz ist verfügbar. Noch eine neue? Du hast keinen Zugang zu einem Großeinsatz. Du bist, bis du Stufe 9 erreicht hast. Ja. Stufe 9 ist auch so eine Sache. Bis man das erreicht hat, das dauert schon. Das dauert schon. Das dauert schon. Das glaubt man ja nicht. So, was machen wir jetzt in der Zeit? Ist natürlich wieder toll. Ist ja wieder Traum. What da the fuck say? Ja. Können wir hier irgendwie was machen?
Vielleicht wieder irgendwelche kleinen Menschen verprügeln. Ah, und wie geht's dir so? Die Wächter nehmen alle beunruhigende Erschütterungen im gesamten Äther wahr. Ich fürchte, dunkle Zeiten stehen bevor. Dunkle Zeiten im Äther. Aha. Mhm. Jetzt nicht. Ich möchte gerne in eine Instanz hinein. Hinein. Hallo. Benötigst du die Ausrüstung für den Kampf? Aber hier. Oh, ich freue mich schon, wenn wir Zugriff auf unser Treuhandkonto haben. Geht's eigentlich schon im Premium-Modus? Ah, da haben wir auch nur 2000 Bargeld. Treuhandkonto können wir eigentlich nie benutzen, oder? Du kannst deine Zugangsstufe auch legendär umaufhellen. Nur legendär. Tja, wenn ich eines Tages mal genug mit diesen Videos verdiene, also ein 10er im Monat. Nee, mehr. Weiß nicht, wie viel kostet Legenden? Wenn ihr sagt, wie viel Legenden kostet und mir jemand das ständig bezahlt. Ich habe bestimmt etwas Hilfreiches da. Da hat er berichtet. Sieh dich ruhig um. Naja, aber so sinnvoll auch ja nicht. Ja, Super Cola Extrem. Können wir noch nicht benutzen, leider. Können wir noch nicht benutzen. Da reicht einmal 6 Stück, denke ich, reicht. Oh, ich würde jetzt am liebsten gerade nachgucken, wie viel Legendär kostet einmal so. Boah, wir haben schon wieder eine Folge durch und da ist nichts passiert. Das ist ja scheiße. Brüllt jemand von der Liga Germany's Paladin da? Germany! Germany! So, Germany! Yay! Das war kein politisches Zeichen, falls es das gibt. Man muss ja alle Teile erklären, das ist ja schlimmer. Kriege ich noch meine Instanz heute? Duellmodus aktivieren. Ja, wir machen jetzt gleich ein Duell. Es ist Zeit für ein Duell. Mir wird ja jetzt immer wieder erklärt, dass ich ja gerade noch im Tutorial bin. Schön, dass ich wundervoll ein Tutorial spiele. Freue ich mich echt richtig. Das ist schon traurig, oder? Oh, guck mal, der hat schon dieses... Nein, ihr seht's gerade nicht. Weil wer sich... Oh, kann der mal stehen bleiben. Guck mal, der hat dieses Skelett-Design. Egal, spult immer zurück, wenn ihr es gerade gesehen habt, dann... Wer mich rollen... Ja, ich möchte fighten. Jetzt fight! Der will mich so fertig machen. Egal. Komm, Baby. Okay. Ist doch scheißegal. 3, 2. Oh ja! Der macht einen Suff. Alter Vater! Egal, der ist cool, der Typ. Der gefällt mir. Ey, kein Stress hier, kein Stress. Inwiefern funktioniert das eigentlich, dass ich jetzt danach nicht tot bin? Achso, ich soll vielleicht mal meine Rolle jetzt hier, ja, genau. Die machen hier richtig Stress, Alter. Aber ihr habt jetzt den Skelett-Typen gesehen, wisst ihr? Ich finde den Typen krass. Also auf die Idee mit dem Alpha-Lantern, da sind bestimmt einige drauf gekommen, aber ich glaube, er war der Erste. Und deswegen, krass, krasser Typ. Ja, man muss auch mal andere loben können. Weil, mache ich öfter sogar, denke ich, würde ich es behaupten. Wo ist die andere Alpha-Lantern? Hier, oder? Aber nee, die sind oben. Ach, shit. Macht hier schon mehr komische Geräusche. Also, ich weiß nicht, wenn wir vielleicht legendär sind, dann können wir vielleicht da rein, hoffe ich mal.
Schlimm ist, dass man legendär monatlich bezahlen muss. Wenn ich da sage, okay, 40 Euro einmal. Würde ich mir sogar gönnen, glaube ich. Würde ich mir gönnen. Okay, 40 Euro wäre auch ein bisschen dumm, ja. Weil man kriegt ja die ganzen DLCs schon für mehr, wenn man sie einzeln kauft. Dann wird es wahrscheinlich so 100 Euro. Okay, ich würde sagen, 100 Euro sind auch noch okay. Ich werde es ja länger spielen als 10 Monate. Deswegen werde ich dafür unendlich viel Geld ausgeben. Müsst ihr euch mal reinziehen. Deswegen bin ich auch so am Zögern wegen den DLCs, aber... Ich war ja echt am Überlegen, ob ich mir das hole. Legendär. Ich glaube, die Instanz wird heute nicht mehr eröffnet sein. Boah, ey, schlimmste Boys. Okay, machen wir mal eine andere Typ. Es regnet aber draußen, das ist ja super. Hier spricht Martian Manhunter mit einer globalen Warnung für die Justice League. Die Society hat Chemo, eine lebende Chemiewaffe, über der Stadt Bloodhaven nahe Gotham gesprengt. Das Gebiet ist ein toxischer Albtraum und überfordert das normale Notfallpersonal. Schlimmer noch, Chemo kann nicht sterben. Er muss eingedämmt werden, bevor sich seine Verschmutzung ausbreitet. Reagiere sofort auf diese globale Warnung. Ja, mache ich doch mal. Ich hoffe, es machen auch andere. Weil ich kann das nicht alleine lösen. Das geht nicht. Unendliche Weiten. Der Weltraum. Na, was war das, ne? Obwohl, werden inzwischen die meisten wieder kennen. Ja, die neuen Filme sind ja gut geworden. Also okay, also nicht schlecht. Deswegen werden es die meisten einfach kennen, ja. So, was machen wir jetzt in der Zeit? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht gehen wir mal in den Tech-Flügel. Aber wir gehen mal erstmal genau, ja. Ja, genau. Oh, gibt es gute Möglichkeiten hier zu leveln? Wenn ich jetzt mal so überlege, einfach nur. Komm ich hier runter? Nicht. Ah, hier ist so ein komischer Typ. Was macht der denn hier? Geht's dir gut? Alter, okay bei dir? Kann ich mit ihm reden. Hier, heimlich, ganzen Tag. Schlimmster Boy. Kann ich denn nochmal wie ein Exobit erstellen? Boah, kann ich ja sogar. Haben wir schon wieder so viel davon, ja? Achso, dann kann ich auch mal wieder den hier machen. Das ging ja letztes Mal nicht, das war das Problem. Ja. Legendenabzeichen, 11 Stück inzwischen. Spurkarten 3, Tapferkeitsabzeichen, Ich glaube, die sind später nochmal von Bedeutung. Soweit ich das richtig verstanden habe, ab Stufe 30. Meine Augen werden so schläfrig. Wir könnten ja mal wieder in unsere gehen. Wir haben 2000 Gesundheit inzwischen. Das ist schon krass. Das ist cool. Freut mich. Freut mich. Nein, echt, freut mich. Ich hab gedacht, es freut mich. Ich kann auch weg hier. So. Achso, das kann jetzt gleich mal da rein, warte. Ausrüstung, schnelle Beta. Achso, und dann braucht man ganz viele von diesen Ausrüstungsteilen noch, wa? Das hatten wir ja letztens schon gemerkt. Da die Checkmate-Anordnung. PvP-Arena und dann Checkmate-Befehligen PvP. Cool. Das ist beides. Ne, für verschiedene. Da haben die letztendlich nur Nummern gegeben? Klicke auf diesen Gegenstand um die Mission. Du kriegst die Mission also später nur darüber vielleicht? Ich weiß es nicht. Tapferkeitsabzeichen können wir auch nochmal darüber schmeißen. Ja. 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 So. 59 Tapferkeitsabzeichen. Davon brauchen wir bestimmt unendlich viel. Guckt euch den mal an, der sieht irgendwie krass aus. Aktionsaus können wir ja gar nicht benutzen, habe ich vergessen. Ja. Dann die hier noch darauf natürlich.
Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt hier gleich mal... Hallo? Hey, produzieren die dich da drin schon? 60. Jetzt ist keiner mehr drin. Ich glaube, der ist auch scheiße, der Bogen inzwischen. 66 Schaden pro Sekunde. Momentan, naja. Momentan habe ich 49 pro Sekunde. Ich bin auch der Letzte, der diesen Bogen hat, wahrscheinlich. Ich bin der letzte Mensch, der irgendwas immer hat. Ich heb jeden Scheiß auf. Schlimm. Egal, ich möchte jetzt mal. Machen wir es so hier. Obwohl, eigentlich haben wir Zeit. Wir haben so viel Zeit. Wo wohne ich denn nochmal hier? Nein, nein, nicht im aktuell. Der Wachturm Gotham. Basisverwaltung. Nee, ich möchte auch meine Basis rein. Reicht das nicht? Arkham Insel. Kann ich mir das nicht als Zielpunkt setzen? Was ist das denn? Zum Hauptquartier. Nein, zur Basis. Ja. Davon gibt es ja auch so ein DLC, wa? Auch mal eine Idee. Basis versetzen. Durch das Umziehen einer Basis kannst du den Eingang der Basis an einen anderen Ort verlegen. Du kannst sogar das Aussehen deiner Basis ändern, wenn du ein weiteres Thema. Wenn du ein weiteres Thema verfügbar hast. Achso. Passt ja. Basis umbenennen. Yo. Kredios. Hotjong. Ich bin Dena-Fan, tut mir leid. Oh Gott, ich hab. So, hätten wir das auch wieder erklärt. Mal sehen, ob das jetzt wieder geht hier. Ja. Ich hatte gerade meine Tastatur falsch eingestellt, keine Ahnung warum. Krisius Hort. Gut. Krisius Hort. Jo. Geht nicht mit Smiley am Schluss anscheinend. Genau, ja, war da was. Wir haben es schon wieder vergessen. Scheiße. Nein, 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 das darf nicht sein. Kriegen wir jetzt irgendwie so ein bisschen Cash? Was macht der denn hier? Achso, der darf hier sogar in meine Basis rein. Erfordert aktive Zellen. Das könnten wir halt dann machen, wenn wir die erste Zelle aktivieren. Erstattet den Basisverteiler mit. Aber was bringt uns die Basis letztendlich? Das weiß ich gar nicht. Verstärkung. Schaltet einen Verteiler mit verschiedenen Ablenkeinheiten abhängig von deinem freischalten Basisthema aus. Welches zwei unterstützte Verstärkungen beschwört. Um für eine kurze Zeit deine Feinde anzugreifen. Mit der Basis. Wenn du meinst, dann meinst du das, oder? Ups. So. Ach ja, genau. Ich dachte, wir hatten noch Designteile irgendwie gerade. Ja. Bitte, bitte, bitte ab durch die Mitte. Kann da ein Schäbierschrank hin? Runter. Ein Schäbierschrank kann da hin. Ne, okay, da nicht. Wo machen wir den schäbigen Schrank hin? Den schäbigen Schrank. Kann er hier? Ne. Da kann er hin. Achso, nicht. So, wie drehe ich den jetzt? Ach so. Oh, so sogar. Boah, ich kann mich hier. Kann man sich hier irgendwie. So, ja. Ich hasse so einen Rumfliegen-Modus. Schlimmste. Ich möchte jetzt hier irgendwo noch meinen Teppich anbringen, aber ich weiß gar nicht wo. Da geht's zum Beispiel nicht.
Das fette Bild hier ist auch geil eigentlich. Ah, achso, das sind ja Wandteppiche vielleicht, oder? Nee. Deckenteppiche? Achso, es gibt noch eine dekorative Hängelampe, okay. Runterorientierter Teppich, kann er hin? Ne, kann er nicht. Das ist das Problem. Ich drehe ihn die ganze Zeit. Ich krieg mich ja schon wieder ein, tut mir leid. Ich krieg den nicht weiter weg, das ist die Scheiße. Du hast Scheiße gemacht. Kann ich mit der. Ich muss mit der Wohnung umziehen. Anders geht's einfach nicht. Basis versetzen, ja. Achso. Ja, ich möchte ja eine große Basis eigentlich haben. Ah, das ist so teuer, so eine Basis, wusste ich nicht. Das ist wie eine echte Wohnung. Ach schön, hier fühlt man sich gleich zu Hause irgendwie. Überall Beton. Oh Gott. Da müssen wir nächstes Mal denken, wenn wir Kohle haben. Dass wir uns mal so eine Lithiumzelle holen. Nur um es mal gemacht zu haben. Einfach mal so, weil wir es haben. Betritt Krisius Hort. Ob es bei Lennart, ob es bei Hardscope dann auch da steht? Und wenn er hier so vorbeikommt, wäre cool. So GTA Online-Style, weißt du, ich gehe zu jedem nach Hause, ey. Ja, ich habe auch GTA Online inzwischen gespielt, es ist ja schon geil. Ist ja geiler als GTA 5, muss man ja sagen. Ich finde GTA 5 nicht so doll, als manche jetzt sagen, was redet der? Ist halt ein GTA, ist toll. Aber nicht so, das wo man denkt, geil! Ach, soll ja bald ein DLC kommen, außerirdisch oder so, wa? Weil momentan ist so, das ist genau das, was ich erwartet habe, mein Problem. Und wenn Spiele genau das bringen, was ich erwarte, dann kriegen sie von mir eine 2, den Erwartungen entsprechend. Aber wenn ihr so, boah, geil, damit hätte ich nie gerechnet, aber so. Schon krass. So, was feiere ich dann, wisst ihr? Ja, mache ich. So. Ich renne jetzt schon wieder hier sinnlos rum. Map. Ich bin Map, die Karte. Gib dich zur Seitentür in Arkham Asylum. Gib dich zur Ace Chemiefabrik. Hatte Lennart eigentlich auch eine Bude? Könnte ich die auch finden? Was ist denn dort? Aus der Wachturm-Teleporter. Nein, möchte ich eigentlich gar nicht. Warteschlange Australien zu betreten. Ja, okay. Will er mich rollen? Auf einmal haben wir es, ja. Hier spricht Martian Manhunter mit einer globalen Warnung für die Justice League. Die Society hat Chemo, eine lebende Chemiewaffe, über der Stadt Bladhaven nahe Gotham gesprengt. Das Gebiet ist ein toxischer Albtraum und überfordert das normale Notfallpersonal. Schlimmer noch, Chemo kann nicht sterben. Er muss eingedämmt werden, bevor sich seine Verschmutzung ausbreitet. Reagiere sofort auf diese globale Warnung. Warum nicht? Habe ich das nicht gerade? Was sieht mit, was ist mit der Instanz? Habe ich gerade angenommen? Habe ich gerade angenommen, oder? Hallo? Hallo? Jemand da? Hallo? 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 Da ist niemand. Das glaube ich nicht. Ah, doch, ich dachte, da ist niemand, dann kommt er. Die
Die Stadt wurde verwüstet. Bloodhaven ist noch korrupter und gesetzloser als Gotham. Doch das verdient niemand. Die Kreaturen, die du siehst, sind Kimoiden. Miniaturausgaben von Kimo. Wahrscheinlich durch die Explosion entstanden. Sie laden sich an Chemietanks in der Gegend wieder auf. Du benötigst einen EMP, um ihre chemischen Prozesse zu unterbrechen. Sprich mit dem Gefahrgutbeseitigungstrupp in der Gegend. Sei vorsichtig. Das sind ja Wucherpreise bei denen da. Ja. Also wir sind jetzt hier gerade in der Ace Chemiefabrik anscheinend, oder? Oder auch nicht anscheinend. Krasse Sache. Okay. Oh. Warum sind die so stark? Die sind voll OP, Alter. Das sind Zombies. Ich bin Stufe 27, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Noch einer weg? Schön, das zu hören. Hier ist noch ein EMP. Ja, man muss gar nicht... Muss er darauf reagieren, dass die hier... muss einfach alles kaputt machen. Das ist wichtig sehr. Und dann wieder immer zu den Typen zurückkehren. Manchmal muss ich einfach ein alter Plage. Das kann ich mal reden, ich bin mir scheiße. Ja, ich bin scheiße. Ich weiß das. Wurde mir auch schon öfter in den Kommentaren geschrieben. Und schön, dass ich ignoriere es. Mir ist das so kacke egal. Soll ich da scheiße sein? Systeme auf grün. EMP ist einsatzbereit. Unsere Stadt ist verflucht. Meine Mutantenhunde hier. Ja, grauenvoll. So, zerstöre den dritten Tank. Egal, dafür, dass ich ihn weggebumst habe. Nein, ich habe nicht gebumst gesagt. Das hast du gerade dir eingebildet. Du bist schon ein bisschen krank. Hier. Tickst du nicht mehr ganz richtig, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Alter. Ich bin nicht dein Alter, mein Freund. EMP ist aktiv. Oh, es kann losgehen. Es brennt! Es brennt! Kommt er mit dem... Hat jemand mitgenommen? Oder auch nicht? So, ein bisschen... I fell into the burning ring of fire. And it's down, 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 and the flames set it higher. It burned, burned, burned. The ring of fire. Ring of fire. Ring on the ire. EMP ist bei 5 von 5. Ich bin startklar. Alter, ich kann den Dice so voll krass stark machen. Das ist unser. Für mich ist ja kein Problem mehr, aber. Wahrscheinlich bin ich am öftesten jetzt gestorben. Was mehr Rüstung nicht? Habe ich dich gerade alle repariert? Hallo. Auch wenn deine Ausrüstung nicht so interessant ist wie meine, kann ich sie reparieren. Gegen eine geringe Gebühr. Ja, was war das denn gerade? Hatte ich dich gerade erst repariert? Du war ja komplett im Arsch. Das stimmt irgendwas nicht. Ja, jetzt sieht mir schon besser aus hier. Ja, aber ordentlich wieder zugeschlagen. Das war's. Ich habe getan, was ich konnte. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wo muss der letzte EMP hin? Da hinten. Na, ich hoffe, wir haben wenigstens die Mission durch. So, wer ist mal gegen? Ja, so müsste es sein. Oh yeah, oh yeah. Ja, Mister, ja, was soll sein? Was hat er mir vorgestellt? Ist Schemo schon da?
Nee, Blatthaven wurde einmal verraten. Meine Helden werden dieses Mal nicht versagen. Schon nicht so, mehr so wie so ein Michelin-Männchen. Nur ohne Reifen. Ist das dort Tor? Also, ich weiß nicht, die haben ja kein Tor, die haben ja irgendwas anderes. Ich soll mich vor Green Lantern herrichten? Möchte ich ja gar nicht. Der arme Green Lantern hat mir nichts getan. Hast du auch Spaß? Lohn! Ja. Das ist gerade Einbildung für mich. Ja. 200 sind wir abgezogen. 200. Überleg mal, wir haben 2000 Leben, der hat mir 200 abgezogen. Was soll ich denn da machen? Ey, der eine ist gerade aufgestiegen. Stufe 29. Wo ich ja glatt Happy Birthday war. Kann ich ja nicht. Ja. Weil er hat ja nicht Geburtstag. Er ist ja nur eine Stufe, ja. So, und jetzt gleich den hier. Pass auf. Ja, Power Attack, Alter. Power Attack. Boah, guck mal, wie Leben ich hab's hier. Boah, Junge. Was ist los bei mir? Läuft hardcore, sagst du? Komm, das ist jetzt Schema. Blatthaven wird euer Grab sein. Ab hier. Ich bin schon ein Pisser, ich weiß. Psychische Spannung dieser Mutanten spüren. Eine Luftlieferung wichtiger Güter ist in schwer verseuchtem Gebiet gelandet. Wenn du die Container finden und sichern kannst, könnte der Gefahrgut-Beseitigungstrupp vielleicht den Überlebenden helfen. Ah, oh, wer will denn schon erst das hier? Wer greift mich gerade an? Kyro? Ach, Kyro und Pyro. Die sind niedlich. Die sind niedlich. Also, ist doch putzig. Wo ist der Rest der Truppe? Pennt der? Weck mir ein bisschen auf. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich bin glücklich. Sonst bin ich glücklich. Aber da trinken wir auf. Sanfte, pulsierende Masse. Ja, das wollte ich haben. Ja. Wuhu, Mama! So, Wachtag geht jetzt wieder. Oh, 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 fuck. Alter, Vater, ey. Was ist das? Ich sterbe alle 2 Sekunden. Gegen Stufe 23er. Ich weiß, wir müssen im Team kämpfen, aber ich meine, ich bin Stufe... Da verstehe ich keinen Spaß. Ich möchte gerne mal meine Rüstung sehen. Die ist vollkommen... Ich weiß nicht, was mit der los ist. Haltbarkeit ist weg, Robert. Bei dem lasse ich die nie wieder reparieren, Alter. Die ist ja nur ein bisschen zerstört, Arbeit, aber. Alter, warum kann der die so schnell aufnehmen? Ich kann die gar nicht so schnell aufnehmen. Komm nicht näher! Sieh mich nicht an! Ja, guck mal, wie viel Leben der mir abzieht. Nur der Vogel. Okay, und die ganzen Kyros und Pyros und Wichser, Alter. Ich muss das mal nicht umsetzen gerade. So eine Sekunde. So. Ja, das brauche ich nicht. Das macht mich gerade echt fertig, mental.
Ich würde ja hier auch langsam rangehen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ey. Jetzt ist er tot. Ey, das ist ja das Schlimmste mit denen. Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen taktischer vorgegangen, ich weiß. Ein bisschen. Okay, zu hoch. Gifttanklieferung. Bleib unten. Bleib unten. Ich denke, ich bin schlau. Bin ich aber nicht. So, kämpft die anderen noch mit oder pennen die irgendwie? Oh, du hast gerade den nächsten Angriff, du Vogel. Mann, nee. Gibt es da hinten noch welche? Gibt es da hinten noch welche, war meine Frage. Nicht, dass ich hier jetzt wieder so unnötig rede. Oh nein, oh nein, nein, nein. Alter, da kommen zwei von diesen kleinen Pissern raus. Aus einem. Aha, that's my shit. Oh, the girls can't look like this. Was soll denn das? Was soll denn das? Und schon wieder an so einer komischen Kuppel. Nicht Kuppe? Kuppel. Dreckfeuer. Ja, ich muss mir das Zeug hier mal anhören. Kann ja angehen. Das schaffen wir nie. Hier ist Lois Lane von Daily Planet Live mit einem Sonderbericht. Die Secret Society hat die massive nukleare chemische Lebensform Chemo über Bloodhaven gesprengt. Chemo, eine lebende Masse aus radioaktiver Säure, war bei einem misslungenen Versuch entstanden, ein Biomassewachstum zu erschaffen, das den Hunger auf der Welt beenden sollte. Jetzt ist Chemo eine wandelnde Todesfalle und immer noch auf freiem Fuß in Bloodhaven. Geschafft. Ich kann nicht mehr so gut gleiten irgendwie. Das ging früher einfacher. War besser eingestellt früher, glaube ich. Also ich habe nichts umgestellt, aber die... Hier mit ihren Updates immer. Das weiß ich, dass es schön gut so ist. Hachchen. Fängst du den? Den fängst du, oder? Den fängst du, komm.